Wenn die Mars Science Laboratory Sonde in die Marsatmosphäre eintaucht und abgebremst wird, muss die mechanische Konstruktion riesigem Druck und Temperaturen von bis zu 2000 Grad Celsius standhalten. Ohne elektronische Steuerung, die sie am Kurs hält, würde sie verglühen. Es ist die Mechatronik, die das ermöglicht. Um Temperaturen und deren geregelten Einsatz geht es auch beim Mikrowellenherd, Geschirrspüler, Gefrierschrank oder der Espressomaschine in der Küche oder beim Heizkessel im Keller. Sie alle basieren auf mechatronischen Systemen in Betrieb und Fertigung. Das immer dichter werdende Zusammenrücken von Mechanik und Elektronik eröffnet ungeahnte Möglichkeiten für kühne Forschungsprojekte und viele Produkte, die wir täglich nutzen. Dass Wind- oder Sonnenenergie effizient genutzt werden können oder energiesparendes LED-Licht erfunden wurde, dafür stehen Frauen und Männer, die sich auf die Mechatronik eingelassen haben. Spezialisten, die ihr Wissen durch eine Lehre in HTLs, als Fachhochschulstudent oder an einer Universität erworben haben. Für mich sind erneuerbare Energien sehr faszinierend und die sind ohne Mechatronik nicht möglich.